Hallo und willkommen zu einem neuen Video. Eventuell habt ihr das Vorgängervideo gesehen. Das ist jetzt schon 2,5 Jahre her ungefähr. Da habe ich über einen Airbag berichtet, der aus wahrscheinlich, ich weiß es nicht sicher, mehreren Kleinteilen zusammengebaut wurde. Vielleicht funktioniert, vielleicht auch nicht. Für das weitere Video gilt auch, alles was ich in diesem Video sage, sind Indizien, ich kann davon nur das beweisen, was ich dann dazu auch wirklich sage. Aber macht euch ein eigenes Bild. Es ist alles ein bisschen dubios. Und ich möchte jetzt erst nochmal was klarstellen. Ich habe am Ende von dem alten Video was gesagt. Das blende ich jetzt mal kurz ein. Ich habe nochmal das Internet nach diesen Gasgeneratoren durchsucht und bin darauf gestoßen, dass der Gasgenerator vermutlich von einem Sima Golf Airline Lenkrad ist. Diese Aussage kann richtig sein, sie kann aber auch falsch sein, aber dazu kommen wir später. Also, was habe ich mittlerweile Neues gelernt? Es ist ja schon mal schön, wenn man einen neuen Airbag für sein Fahrzeug braucht, weil der alte ausgelöst hat, man einen Unfall hatte und man das Fahrzeug wieder herrichtet oder weil man vielleicht ein anderes Lenkrad einbauen möchte und sich den Lenkrad-Airbag bei VW einfach nicht leisten kann. Es ist einfach so. Ich rede jetzt einfach von VW Airbags, weil damit kenne ich mich am besten aus. Bei anderen Marken wird es vermutlich ähnlich sein. Die Angebote sind vielfältig, die sind auch günstig, aber überlegt mal, wo kommen diese ganzen Airbags denn her? Warum bieten Leute so günstig diese Airbags an? Jetzt habe ich natürlich überlegt, es kann sein, dass das irgendwelche B-Ware ist, die in der Fabrik ausgemustert wurde. Bei der Theorie bin ich auch noch so ein bisschen mit dabei und sage, ja, ein paar werden da definitiv dabei sein. Aber ich glaube nicht, dass die Fabrik die mit den Gasgeneratoren einfach so entsorgen würde, sondern die wahrscheinlich wieder zerlegt. Gut, so oder so kann ich mir vorstellen, dass manche mit den Mitarbeitern eben mit nach Hause gehen und dann irgendwie den Weg ins Internet finden. Eine andere Theorie kommt, nachdem ich ein paar Bewertungen gelesen habe, bei diversen eBay-Shops, unter anderem bei dem, wo auch der Airbag aus dem Video von vor 2,5 Jahren her ist. Ich blende die Bewertung einfach mal ein. Grob schreibt derjenige, dass er sich gewundert hat, warum da keine Aufkleber drauf sind. Auf dem da hier waren ja Aufkleber drauf sogar. Er hat ihn aber zerlegt und hat festgestellt, dass es ein schon verwendeter Sack ist, der einfach unter ein neues Cover gepackt wurde und hinten mit einem neuen Generator versehen wurde. Und das ist meine Haupttheorie, dass die meisten, die ihr online findet, schon mal eventuell aufgegangen sind und einfach mit einem neuen Gasgenerator versehen wurden, ein neues Cover drauf, sieht aus wie neu. Jetzt ist die Frage, warum ist denn darüber nicht so viel bekannt? Eigentlich ganz einfach. Wie oft habt ihr euren Airbag schon gebraucht? Glücklicherweise vielleicht noch gar nicht. Wenn ihr jetzt irgendeinen drin habt, der nicht funktioniert, aber eurem Steuergerät sagt, da ist alles okay, ihr werdet das, wenn ihr Glück habt, nie merken. Euer Auto wird irgendwann verschrottet oder keine Ahnung, ihr werft es weg, was weiß ich, den Airbag mit. Ihr werdet nie wissen, dass der nicht funktioniert hat. Aber wie leicht ist es denn jetzt überhaupt, sich so ein Airbag einfach mal zusammenzubasteln? Weil das wird ja bestimmt voll schwer sein. Da kommt man mal, ach so, das kann man alles einfach kaufen. Man kann die Cover kaufen, man kann die Gasgeneratoren kaufen, da habe ich jetzt keine Screenaufnahmen, weil ich glaube, das ist Sprengstoffgesetz, da ist ein bisschen blöd, wenn ihr die kauft. Oder ich da euch auch noch zeige, wo, weil man will ja jetzt hier auch nicht euch eine Anleitung bauen, wie ihr euren eigenen Fake-Airbag-Shop betreibt. Man kann sogar, um jetzt wieder zu dem vom Anfang erwähnten zu kommen, die Aufkleber schon fertig kaufen. Auch die für die Gasgeneratoren, beziehungsweise die neuen Gasgeneratoren sind dann komischerweise alle mit genau diesem Aufkleber aufgeklebt und ich habe letztes Mal in dem Video den Fehler gemacht. Ich habe eben so einen gefakten Generator, nenne ich das jetzt einfach mal, bei einem Airline-Lenkrad gefunden und dachte deshalb, ah ja, muss von einem Airline-Lenkrad sein. Aber anscheinend war da eben einfach nur der gleiche gefakte Generator drin mit dem gleichen gefakten Aufkleber. Da ich für dieses Video jetzt recht lange recherchiert habe und das an mehreren Tagen aufnehme, habe ich jetzt überlegt, wie mache ich jetzt weiter. Wir schauen jetzt einfach mal uns ein paar Airbags an, die zum Kaufen angeboten werden. Und schauen mal, woran erkenne ich jetzt, ob es ein Fake ist oder nicht. Und wir behalten im Hinterkopf, dass das natürlich keine präzise Aussage ist, ohne das Teil in der Hand gehabt zu haben.
oder einen Hersteller gefragt zu haben. So, wir gucken jetzt mal nach. Ich habe hier ein paar Sachen rausgesucht bei Kleinanzeigen. Unter anderem, es fängt gleich schon wieder super an, ist der da hier. Wir gucken uns den jetzt mal an. Wir gehen jetzt natürlich davon aus, dass die Shops davon nichts wissen und davon ausgehen, Originalware zu verkaufen. Wenn wir uns die Bilder jetzt in groß angucken, würde ich jetzt hier schon mal sagen, dass das ordentlich umgeklappt ist. Ich würde hier also keinen Fake vermuten. Aber wenn wir jetzt den QR-Code hier angucken, und den haben wir glücklicherweise komplett abgebildet und scannbar, und wir scannen den, dann kommen wir wieder zu dieser komischen Musik-App für Windows aus meinem ersten Video. Das heißt, das ist auch wieder so ein gefakter Aufkleber, den es jetzt schon seit 3 Jahren gibt und der immer noch an Airbags angebracht wird. Das ist echt interessant, dass sich da noch keiner Gedanken drüber gemacht hat, wie man das besser faken kann. So, bei dem Aufkleber erkennen wir aber noch was. Der ist nirgendwo eingeschnitten. Wir sehen es vielleicht später bei einem Originalaufkleber mal, da zeige ich euch dann, wie es meistens aussieht. Das ist jetzt ein anderer. Ihr seht, das ist gleiche Optik wie der hier. Aber die Nasen sehen anders aus und der Gasgenerator hier unten hat auch eine andere Form. Das da hier ist wieder der komische anscheinend, vielleicht auch hier wieder mit dem gefakten Aufkleber. Und das da hier ist der nach hinten noch ein bisschen weiter rausgeht, also wo nicht nur der Stecker die höchste Stelle ist, sondern auch noch das Metallteil drumherum, was hier nicht vorhanden ist. Ja, der hier sieht echt aus, den Aufkleber kennen wir nicht, der sieht jetzt aber auf den ersten Blick original aus. Wow, hätte ich nicht gedacht, dass wir sowas finden. Kleiner Fun-Fact übrigens mal, diese Kappen da hier, die es gibt, die sehr viel Geld kosten, die werden meistens, wie gesagt, meistens, wir gehen jetzt davon aus, dass das bei dem Shop natürlich nicht so ist, in China gefertigt. Da kostet das Stück 100 Euro oder weniger. Wurden also in irgendeiner chinesischen Fabrik gefertigt. Ob die überhaupt einreißen, wenn da drunter ein Airbag hochgeht? Ich sage jetzt mal hochgeht, ihr wisst, was ich meine. Ich weiß es nicht. Das werdet ihr merken, wenn es soweit ist. Da hier die ganzen Airbags, also grundsätzlich würde ich jetzt sagen, wenn da diese komische blaue Folie drauf ist, dann stimmt irgendwas damit nicht. Weil so kommen die nicht von VW zum Beispiel. Und wenn wir jetzt von unten mal gucken, das ist wieder schön verzinkt hier alles. Und wieder dieser komische rostige Generator. Weil klar, wenn das ein alter Gasgenerator ist, der hat in, keine Ahnung, 10 Jahren natürlich schon mehr Wasser gesehen als so ein neueres Teil drumherum. Wenn wir jetzt weiter gucken oder kommen auf die Idee, wir geben ein bisschen mehr Geld aus. Weil wer billig kauft, kauft zweimal. Ne? Bisschen mehr Geld kriegt man Originalware. Vielleicht, aber auch nicht. Weil auch ein gefaktes Teil kann ich für viel Geld verkaufen. Dann macht es eher den Anschein, dass es echt ist. Ich weiß nicht, was hiermit los war, ob das irgendwie im Hochwasser gesteckt hat oder so. Aber grundsätzlich sowas, vielleicht ist der echt, keine Ahnung. Aber sowas würde man auf keinen Fall mehr verbauen. Das hat Schrottwert. Ist auch wieder ein tolles Bild. So, machen wir mal im neuen Tab. Dann haben wir das in groß. Hier sehen wir jetzt ein Jahr, 2019 wahrscheinlich. Ja, das können wir leider mit keinem anderen Teil vergleichen. Aber das da hier sieht okay aus. Der sieht original aus. Kleiner Funfact bei diesem Verkäufer. Hat ein Bekannter einen Airbag gekauft, der hinten anders aussah. Also nur weil hier das Bild so aussieht, heißt das nicht, dass ihr genau diesen Airbag bekommt. Hier sehe ich jetzt keine Metallklammern. Irgendwo werden sie sein und wenn sie unter dem Plastik sind, sieht man sie gar nicht. Gut. Der Airbag macht es einem extrem leicht, da irgendwas drunter zu verstecken, was keiner sehen soll. Nö, können wir keine Aussage zu treffen. Wir können jetzt wieder mal Jahre vergleichen, die hier irgendwo draufstehen. 2015 zum Beispiel, von wann ist der Kabelsatz? 2015 steht hier sogar auch auf dem Stecker drauf. Könnte echt sein. So, das war es dazu. Jetzt ändern wir das hier einfach mal und finden gleich was ganz anderes wahrscheinlich. So, in dem Fall hier haben wir kein Bild von hinten, haben wieder diesen komischen blauen Aufkleber, haben hier aber auch ein Original VW-Karton. Gut, vielleicht ist der ja auch mal echt, na, kann ja sogar sein. Ist anscheinend ein privater Verkäufer. Das Angebot wird eBay wahrscheinlich sowieso bald rausnehmen. Bei dem hier wieder sieht sogar recht echt aus, muss ich sagen. Ist halt dann die Frage, was ihr am Ende bekommt. Schauen wir nochmal hier, das ist so eine Art Kleinanzeigen aus Polen, glaube ich, oder Tschechien. Das müsste Polen sein, ne? Weil PL im URL. Ja, und hier sehen wir gleich wieder,
Falscher Gasgenerator. Passt nicht zum Rest. Foto vom Aufkleber sehen wir gar nicht. Das finde ich auch komisch, weil wenn ich jetzt ein Autoteil verkaufe, dann habe ich doch da auch ein Foto von den Aufklebern oder von der Teilnummer drauf. Eigentlich, wenn ich nichts zu verheimlichen habe. Wir sehen jetzt auch hier, dass ich den Sack zum Teil erkenne von unten. Das ist auch schon sehr komisch. So kenne ich das nicht. Da hier. Die Klammern könnten hier sein. Können aber nicht viel zu sagen, sehe ich nicht gut genug. Aber das ist wieder der falsche Gasgenerator. Und auch hier der Aufkleber. Ich würde euch gerne das mit diesen Einschnitten beim Original zeigen. Wobei, haben wir den hier? Ja, hier haben wir sogar einen Einschnitt. Okay, diese Einschnitte. Und die haben die Fake-Aufkleber so gut wie nie. Die Originalen schon. Klar kann man das jetzt auch faken. Aber es kann sein, dass da hier was Original von ist. Dazu passt aber, wie gesagt, der Gasgenerator eigentlich nicht. Der passt aber farblich eigentlich einigermaßen da gut rein. Vielleicht wurde der auch irgendwann mal geändert. Gut, sagen wir jetzt mal nichts zu dem. Weiter geht's hier. Was man auch manchmal gut erkennt, sind, wenn hier irgendwelche komischen Hebelspuren sind. Das sieht für mich hier komisch aus. Das sind irgendwelche Flüssigkeitsschäden, würde ich fast sagen. Aber irgendwelche Hebelspuren würden da auch darauf schließen lassen, dass da schon mal dran gearbeitet wurde. Nee, geht hier eigentlich auch. Aber wir haben noch nicht genug. Wir gucken jetzt noch mal ein bisschen weiter. So, das da ist jetzt ein kaputter. Das sieht man gleich. Ne? Jetzt ist natürlich die Frage, wenn ich jetzt für 50 Euro die Kappe da von Kleinanzeigen kaufe, die da drauf mache, hier einen Widerstand reinpacke, schon sieht das Ding aus wie ein originaler Airbag. Der wird nie funktionieren. Aber irgendwer wird den kaufen und dann ist es sozusagen nicht mein Problem. Er wird es vielleicht auch nie merken. Dann ist es auch nicht seins. Aber trotzdem, ihr seht, es ist extrem einfach. Und das für den Preis hier, das sind jetzt wahrscheinlich 50, 60 Euro. Und dann kann ich ihn für 300 Euro verkaufen. Was man hier auch gut erkennt, dass der Sticker hier unten angeschmolzen ist. Zum Teil hat man es auch, dass der Gasgenerator, weil wir haben, wenn der Gasgenerator Gas generiert, eine Exothermreaktion, heißt, hier wird extrem viel Hitze frei. Schmilzt also, das Ganze oxidiert. Mit anderen Worten, wir haben hier extrem viel, extrem schnell viel Rost dran. Daran erkennt man häufig Gasgeneratoren, die schon einmal ausgelöst haben. Bei diesem hier sieht man das auch noch ein bisschen besser. Einmal der angeschmolzene Sticker da drauf und eben die braune Verfärbung überall bei den nicht verzinnten Teilen. Da hier zum Beispiel das Teil ist verzinnt, da sieht das nicht so aus. Und drumherum die verzinnten Teile, bei denen natürlich dann auch nicht, aber mit der Zeit rosten die dann eben doch, wenn der jetzt länger so bei Feuchtigkeit gelagert wird. Was mich auch dazu verleiten lässt zu sagen, dass wenn das drumherum hier leicht angerostet ist oder irgendwelche komischen Feuchtigkeitsspuren hat, dass das durch einen schon mal ausgelösten, also heiß gewesenen Gasgenerator dazu geführt haben könnte. Der ist jetzt unglaublich günstig hier, warum das? Oder ist das wieder nur so eine Kappe? Ja, genau, das ist wieder so eine Kappe. Also man kann diese zwei Teile perfekt wahrscheinlich zusammenschmeißen und schon hat man, also es aussieht wie ein originaler Airbag und hat über 100% Gewinn damit gemacht, wenn man ihn verkauft hat. Und die Verkaufswege über so eine polnische Seite sind aufgrund der Gesetze dort und der Gesetze hier natürlich dort viel einfacher. Das ist bei den meisten Airbags so, die kommen eben aus Tschechien oder aus Polen und das juckt einfach keinen, die dort einzustellen. Wenn ihr den jetzt bei Kleinanzeigen einstellt, wahrscheinlich Kleinanzeigen, schmeißt euch das in 20 Minuten wieder raus, wenn es überhaupt online geht. Man muss schon aufpassen, wenn ich ein Lenkrad verkaufe und da schreibe ohne Airbag. Selbst dann wird es von eBay geprüft, weil ja das Wort Airbag enthalten ist. Gut, das wird dann auch freigegeben, aber ihr wisst, was ich meine. Häufig sind die Fotos aber halt wirklich extrem unaussagekräftig hier. Ne? Hier sieht man es nochmal, diese Kanten, die dann eben einreißen. Der Aufkleber könnte also wirklich original sein. Und von hinten der Generator da hier, das sieht für mich auch original aus. Und auch hier dieses Umgeknickte sieht für mich gut aus. Also der könnte echt sein, wieder, sofern ihr das erhaltet, was eben abgebildet ist. Okay, wir gucken jetzt mal ein bisschen genauer hin. Das ist kein Airbag, sondern nur die Kappe dafür. Wir haben hier einen Barcode drauf, mit dem können wir nicht viel anfangen. Gut, Barcode, QR-Code, Datenmatte, wie ihr es wollt, es ist eine Datenmatte letztendlich. Hier seht ihr die Stelle, an der der Airbag einreißen soll.
wenn der falsch gefaltet ist, kann es sein, dass der nicht richtig aufgeht. Ihr seht hier auch Marker, wann das Teil hergestellt wurde. Da muss ich näher ran. Moment. Ich würde sagen, am 13. Juni 2019 kann man jetzt vergleichen mit dem Rest, der hier dran ist. Der Hersteller kann natürlich gleich hergehen und sagen, er prüft diesen Code, der hier steht, mit den anderen Codes, die auf diesem Airbag zu finden sind. So, jetzt machen wir mal hier weiter. Das ist ein Airbag, den ich in meinem Seat-Lenkrad damals drin hatte. Und ich habe gerade festgestellt, ich war damals doof. Der ist anscheinend irgendwie ein bisschen zusammengebaut. Und ich war anscheinend sehr doof, weil das ist eine Skoda-Teilnummer. Ich habe gleich die Hände vom Getriebe tauscht, sorry. Wenn ihr den Code scannt, steht das drauf, was hier steht. Passt. Ist schon mal in Ordnung. Aber was mich stutzig gemacht hat, Moment, wo ist es? Ist das VW-Zeichen hier? Seht ihr das? Ja, glaubt mir einfach, dass das da ist. Was ich noch gemeint habe, diese Einrisse an diesen Aufklebern, seht ihr hier gut. Also das ist ein originaler Aufkleber. Der gehört auch zu diesem Teil da, aber er gehört nicht zu diesem Teil da, weil das eine Skoda-Teilenummer. Jetzt kann man mal schauen. Hier sind komische Spuren dran. Da auch. Na, wer weiß, was hier drin ist. Schön wäre es, wenn ich jetzt sagen könnte, es ist richtig schwer, diese Teile zu zerlegen und zusammenzubauen. Ist leider aber nicht so. Aber ein bisschen Technik wieder. Wir sehen hier eine durchgehende Leitung, nennen wir das jetzt mal. Sicherungssplinte, wenn wir die rausmachen. Aus diesem Teil können wir das rausnehmen. Diese Federn, die ihr seht, sind für den Hubknopf. Da drückt das gegenseitige Stück da hier drauf. Und dann gibt es zwischen dem Kontakt da unten und dem Kontakt Kontakt. Und dann schaltet euer Hubrelais und es hupt. Schon wieder VW Mark. Auf dem Seat-Teil, ich weiß ja nicht, ob das so gehört. Ich weiß ja nicht. Wann ist das hergestellt worden? 2014. Ja, hier haben wir wieder einen Gasgenerator. Der sieht farblich. Ja, das könnte passen noch. Muss noch nicht schlimm sein. So, 2014er Teil. Von wann ist das? Auch von 2014, okay. Das. Gut, das war hier auch dran. Also das haben die nicht auseinandergenommen. Weil ihr seht hier die Spuren, die sind gut sichtbar. Also, es ist nicht so einfach, das Ding zu zerlegen, habe ich festgestellt, aber hat geklappt. Ob die Befestigung von dem Emblem original ist, weiß ich nicht. Das sieht ein bisschen komisch aus. Oder es ist Dreck in der Kappe. Das finde ich noch komischer. Also hier so kleine Staubdreck, Sanddreck, keine Ahnung. Da wäre jetzt auch ein QR-Code, Datenmatrix, wie auch immer. Was haben wir da draufstehen? Nichts, was uns jetzt was sagt. Okay. Was sehen wir jetzt hier? Auch eigentlich erstmal nichts Besonderes. Keine Markierungen mehr oder so. Wenn wir den jetzt aufrollen. Ich hatte mal einen Audi Airbag. Der war nicht so extrem knittrig. Könnte also sein, dass der schon mal offen war. Das nächste ist ja so ein Airbag, der schon mal offen war. Das heißt nicht, dass der nicht nochmal gehen würde, wenn da der Gasgenerator funktioniert. Das kann gut möglich sein. Will ich jetzt gar nicht bestreiten. Aber wenn der falsch zusammengebaut ist oder ich den zusammenbaue, hoppsa. Dann habt ihr die im Gesicht. Muss ja nicht mal so eine Mutter sein, kann ja auch was Kleineres sein. Tut trotzdem weh. Gasgenerator haben wir draußen. So sitzt der da drin. Ganz so frisch sieht der jetzt nicht aus, meiner Meinung nach. Also zu dem Sack kann ich jetzt nicht mehr viel sagen. Das finde ich zwar auch komisch, da hier, was das ist, keine Ahnung. Ob das irgendwie so ein Indikator ist für hat schon ausgelöst oder nicht. Diesen typischen Airbag-Geruch nehme ich jetzt auch nicht wahr, aber gut. Der kann auch schon lange wieder weg sein. Ist auf jeden Fall ein bisschen komisch, das Ganze. Aber wenn ihr jetzt denkt, das kann ja nicht sein, das ist so ein Einzelfall so ungefähr.
im Ausland, habe ich festgestellt, so in Brasilien und so in diesen Ländern, da ist das zum Teil völlig normal, dass Airbags, die schon ausgelöst haben, einfach wieder zusammengepackt werden, neuer Gasgenerator drauf und die wieder verwendet werden. Also wissentlich. Bei uns natürlich nicht, ist nicht gestattet und so weiter. Und man würde es auch nicht unbedingt wollen, meiner Meinung nach. Aber dort, da geht das anscheinend klar. Sind wir jetzt in Europa nur so fein und wollen die unbedingt neu haben? Ach nee, ich glaube, wir bleiben lieber bei neuen. Der da hier wird natürlich jetzt entsorgt. Wait a minute. Autoliv. Autoliv. Wie auch immer. Wenn wir jetzt mal zurückgucken, dann ist der restlicher Aufbau von Takata. Das Ding hat Hitzeverfärbungen. Hat sich jemand das Ding irgendwo, also vom Gasgenerator irgendwie zurecht geflext? Hat da ein Autoliv-Gasgenerator reingeschmissen? Hat den mit 4 Schweißpunkten festgemacht? Und ab damit? Was ja heißen würde, dass das Ding wahrscheinlich funktionieren wird. Wenn es hält, müssen wir denken, Gas wird hier generiert, bläst den Sack auf. Sack geht auf, gleichzeitig ist natürlich auch ein Druck in die andere Richtung, also nach da. Heißt, der möchte raus. Naja, wenn die Schweißpunkte gut sind, hält das. Schlauer wäre es natürlich, wenn man den auf die Seite gepackt hätte, so dass der hier aufliegt, dann kann der nicht weg. Meiner Meinung nach. Ich gebe jetzt hier noch Tipps, wie man das besser macht. Ich sollte das wieder aufhören langsam. Die Federn sind für einen Hüb-Knopf. Die Federn sind für einen Hüb. Und dann hupt euer Relais.